Danach kommen wir zu Bill Evans, ebenfalls ein sehr einflussreicher Pianist. Und er wiederum ja, war auch so ein bisschen ja, verhalten oder Meister in der Kunst des Weglassens, könnte man sagen. Er hat vor allem komplexe Klangfarben geschaffen, die so ein bisschen an Vorbildern wie Claude Debussy oder Ravel sich orientiert haben. Und sein improvisionistisches, impressionistisches, aber improvisiertes Spiel wurde auf jeden Fall bewundert. Ist ja blöd, wenn man zwei Sachen verbinden will. Das wird einfach nichts. Ja. Das ist die berühmte H-Moll-Molle von Bach oder wie. Ja. Ja, diese Versprecher, da könnte ich Ihnen Stunden von erzählen. Gibt es tolle Sachen. Tolle Sachen. Von Bill Evans oder im Stil von Bill Evans, Danny Boy.